Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch meinen Alltags-Make-up-Look, so wie ich mich jeden Morgen schminke, wenn ich auf die Arbeit frühs gehe und wenn es einfach schnell gehen muss. Ich nehme morgens nicht mehr als 10 bis höchstens 15 Minuten Zeit, um mich zu schminken. Und in letzter Zeit benutze ich sogar fast die gleichen Lidschatten und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch das mal was Natürliches zwischendurch, nicht immer so viel Make-up. Und ich hoffe, der Look gefällt euch und es geht los. Ich beginne mal damit, dass ich meine Haare erstmal wegmache aus dem Gesicht. Entweder ziehe ich mir einen Haarreif an oder ich mache mir ein Dutt oder irgendwas. Hauptsache die Haare sind aus dem Gesicht, denn die bringen mich echt auf die Palme, wenn es schnell gehen muss. Weil morgens, ich brauche 10 Minuten, dann bin ich fertig. Ich beginne mit einem Primer. Ich habe bisher immer einen von Smashbox benutzt, aber der ist mir leider leer gegangen. Deswegen habe ich jetzt einen neuen. Ist der von Catrice, heißt Prime and Fine Multitalent Fixing Spray. Und den kann man wohl vor dem Make-up und auch nach dem Make-up auftragen. Und den verwende ich jetzt in letzter Zeit und finde gar nicht mal so schlecht. Auch der Pumpspender hier gefällt mir sehr gut. Und in der Zeit, wo das so ein bisschen trocknet, ein bisschen einwirkt, mache ich mir immer eine Lippenpflege. Ich habe jetzt irgendeine da gegriffen. So, und wenn ich einen Primer aufgetragen habe, dann habe ich immer das Gefühl, dass mein Make-up sich besser auftragen lässt, sich auch besser verblenden lässt. Deswegen mache ich das eigentlich immer. Und danach benutze ich schon die Foundation. Ich habe gerade neu lieben gelernt, die Estee Lauder Double Wear Foundation. Die kennen bestimmt viele von euch. Ich habe sie in der Farbe Desert Beige und die finde ich mega gut. Die ist zwar teurer, aber die ist so super deckend und sehr leicht auf der Haut, deswegen liebe ich sie einfach. Ich nehme dazu meinen Sponge von Real Techniques, den ich auch sehr gut finde. Morgens benutze ich manchmal auch einen Pinsel. Wenn ich es sehr eilig habe und keine Zeit habe, nochmal aufzustehen und den nochmal anzufeuchten, dann nehme ich schnell einen Pinsel. Ansonsten lässt es sich damit auch sehr, sehr schön verblenden. Gebe ich hier was drauf, aber nicht zu viel. Es ist immer so ein kleines Problem hier bei diesem Fläschchen mit zu viel oder zu wenig. Danach mit dem Tropfen, den ich hier drauf habe, gehe ich auf ein paar Stellen hier auf dem ganzen Gesicht und natürlich auch auf die Stirn und verblende das dann mit dem Sponge. Und danach kommt auch schon der Concealer dran. Manchmal, wenn ich ein bisschen blauere Schatten habe unter den Augen, dann verwende ich noch einen Color Corrector, einen pfirsichfarbenen Concealer. Aber heute benutze ich nur einen ganz normalen Concealer. Ich habe jetzt hier neun von Catrice, einen Conceal and Care Stick. Und den benutze ich noch gar nicht so lange, aber ich finde ihn auch nicht schlecht. Das ist eben ein Concealer, den man so rausdrehen kann und in der Mitte ist eben diese Pflege. Und damit lässt es sich so super einfach arbeiten, weil es eben einfach ein Stift ist. Also natürlich unter den Augen und ein bisschen hier runter. Und hier genau das Gleiche und ein bisschen auf der Stirn. Was mir nicht so gut gefällt, ist der Geruch. Also der riecht ganz furchtbar. Und ich weiß noch nicht, wie lange ich das so durchhalte. Weil das liegt ja schon auf dem Gesicht und ja, ist auch schon etwas bemerkbar. Und dann verblende ich das immer von außen und dann gehe ich immer näher zum Auge und näher zum Augenwinkel, um das Ganze gleichmäßig aussehen lassen. Aber mit dem angefeuchteten Schwämmchen geht es eigentlich sehr gut. Wenn ich das habe, möchte das Ganze natürlich auch etwas setten, weil über den Tag berühre sehr oft mein Kinn, meine Nase. Da löst sich das Make-up einfach im Laufe des Tages und deswegen sette ich das auch mit dem Puder und ich sette auch die Stirn, weil da öle ich ein bisschen im Laufe des Tages. Und ich benutze das Puder von Laura Mercier. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich weiß, es ist sehr teuer und für den Alltag vielleicht ein bisschen zu schade. Aber ja, das gefällt mir einfach super gut. Und ich gehe auch wieder mit meinem Schwamm hin und mit meinem angefeuchteten. Ja, das geht vollkommen in Ordnung. Das ist gar kein Problem. Und dann tupfe ich das hier wieder unter meinem Auge. Also ich trage wirklich nur so viel auf, damit das Ganze einfach matter wird, aber ich bake nicht damit. Also ganz viele baken auch mit dem Puder, aber das mache ich nicht unter der Woche. Also vielleicht, wenn ich was Besonderes vorhabe oder auf Nummer sicher gehen will, dann bake ich schon, aber im Alltag eigentlich nicht. Dann mache ich meistens schon mit dem Bronzer weiter. Ich nehme meistens den Give Me Sun Bronzer von MAC und irgendeinen Pinsel, der so ein bisschen gepresst ist. Hier ist jetzt einer von BH Cosmetics. Ich benutze aber natürlich sehr gerne auch die Produkte von Sueva. Ich klopfe das so ein bisschen weg, damit der Überschuss abkommt. Dann halte ich mir hier alle Haare weg, damit ich schön alles sehen kann. Und hier in der Falte, Ende des Ohres, in der Linie zum Mundwinkel, hier trage ich den Bronzer auf und versuche mich ein bisschen oberhalb
zu bewegen. Also nicht genau in der Linie, sondern, also da hört der Bronzer auf sozusagen. Ich gehe so ein bisschen weiter nach oben, verblende auf jeden Fall nach oben. Und ich versuche nicht zu weit nach innen zu verblenden, denn dazu tendiere ich. Jetzt habe ich wieder ein bisschen zu viel gemacht. Das lässt einen etwas älter aussehen oder lässt das Make-up ein bisschen künstlicher aussehen. Deswegen probiert so gut ihr könnt, nicht nach innen zu gehen. Also eigentlich sollte die Kontur ungefähr bis hierhin gehen und nicht weiter. Ja, der BH Cosmetics Pinsel, den ich hier gerade habe, der verliert leider Haare. Und das ist mir schon mit allen BH Cosmetics Pinseln passiert, deswegen habe ich sie euch auch nicht wirklich nochmal gezeigt oder weiterempfohlen. Ich weiß, ganz viele von euch mögen den oder die von BH Cosmetics, aber ich muss sagen, ich habe kein gutes Set erwischt. Also wie man sieht, da kommen die ganze Zeit Haare mit raus. Und ja, auch im Alltag konturiere ich immer mein Gesicht, beziehungsweise das ist jetzt sehr gelbstichig. Das ist eigentlich mehr Bronzen als Konturieren. Aber das gefällt mir sehr gut. Ich habe das Gefühl, meine Haut hat dann, mein Gesicht hat irgendwie mehr Dimensionen als nur eine. So, und wenn ich den Bronzer aufgetragen habe, trage ich auch ein bisschen Blush auf. Und hier habe ich auch einen neu entdeckt, den ich super schön finde. Das ist einer von Catrice. Habt ihr vielleicht in meinem Video gesehen, wo ich euch die Catrice Neuheiten zeige. Das ist so eine coole Farbe hier. Es heißt Flamingo in Santo Domingo. Sehr coole Farbe, sehr, sehr schön für den Alltag. Und hier ist auch ein Highlighter dabei, der allein als Highlighter ein bisschen zu schwach ist. Aber in Kombination mit dem Blush ist es echt super, weil es so einen leichten Glow verleiht. Und dazu nehme ich einen Pinsel von Sigma. Und das ist einer extra für Blush. Ich gehe hier rein, klopfe das ab und trage den Blush auf. Und den Blush trage ich eigentlich nicht auf meine Bäckchen auf, sondern über dem Bronzer, verblende das so miteinander und gehe ein bisschen weiter nach vorne als der Bronzer. Aber passe auch auf, dass ich nicht so künstlich aussehe und dass man nicht so sieht, oh okay, sie hat Blush drauf. Ja, das ist nämlich ganz schön rot da. Sondern versucht das so anzupassen auch zu eurem gesamten Make-up, damit es nicht zu auffällig ist. Damit man nicht sieht, okay, genau da fängt der Blush an, genau da hört er auf, sondern das sollte alles schön ineinander verlaufen. Dann mache ich auch schon weiter mit den Augenbrauen. Highlighter benutze ich manchmal. Wenn ich jetzt einen habe, der schon so ein bisschen Glow verleiht, so ein Blush, dann benutze ich keinen Highlighter mehr. Und ja, morgens muss schnell gehen. Okay, und dann benutze ich ein Augenbrauen-Gel und meistens benutze ich eines, das schon gefärbt ist. Das heißt, ich muss keinen Stift drüber machen, sondern ich gehe einfach nur mit dem Augenbrauen-Gel über meine Wimpern, verleihe dem Ganzen Form und gebe auch ein bisschen Farbe ab. Und das finde ich sehr gut, denn es geht sehr schnell und ich habe sie irgendwie trotzdem beieinander und sortiert. So, fertig! Und danach mache ich schon weiter mit den Augen. Als Lidschatten benutze ich wirklich jeden Morgen die BH Cosmetics Palette mit, in Kooperation mit Carly Bible. Die schaut so aus. Die hat ganz viele Rosé- und Goldtöne, die ich alle so schön finde. Ich kann damit wirklich jeden Morgen sehr gut arbeiten. Sieht natürlich schon ein bisschen verranzt aus, aber egal. Ich benutze sie eben auch sehr oft. Also, ich benutze diese Highlighter-Farben auch oft als Lidschatten. Genauso wie diese sowieso. Ich nehme ganz oft so ein bisschen hellere Goldtöne, nicht so dunkle. Und die trage ich auf meinem gesamten Augenlid, beweglichen Lid auf. Und ich nehme meistens so einen ganz großen Pinsel, damit es schneller geht. Und das ist einer von BH Cosmetics wieder. Der ist größer als so ein Standard Verblendungspinsel oder überhaupt irgendwie. Der ist vielleicht sogar für Concealer, ich weiß nicht genau. Aber ich habe ziemlich viel Platz auf meinem beweglichen Augenlid oder generell hier für Lidschatten. Deswegen nehme ich einen großen Pinsel. Wenn ihr relativ kleine Augen habt oder auch Schlupflider oder so, dann würde ich euch nicht empfehlen, einen großen Pinsel zu nehmen. Ich nehme jetzt einen. Und ich gehe jetzt hier in die Farbe zum Beispiel. Ich wechsle das jeden Morgen ab. Also ich nehme immer irgendeine andere Farbe. Ich mache erst mit tupfenden Bewegungen, also ich fange nicht schon gleich an zu verblenden, sondern ich lege den Lidschatten erstmal drauf. Von der Mitte bewege ich mich zum Innenwinkel, zum äußeren Winkel und wenn ich so ungefähr überall die Farbe habe, dann verblende ich das. Ich mache so einen Halbkreis oder wie so einen Bogen und ich orientiere mich nicht an meiner Augenbraue, also ich schmiere nicht so, sondern an meinem Auge, ja? Deswegen wird es so hier eher rund. Mit der Farbe, die auf das bewegliche Augenlid kommt.
und ich verblende es so ein bisschen nach oben und lasse es nach oben hin immer weniger werden. So, wenn ich das habe, dann ist das eigentlich schon meine Basisfarbe. Ich benutze wirklich ganz gerne Goldtöne im Alltag. Ich finde, das passt sehr, sehr schön zu blauen Augen. Und dann gehe ich meistens noch in diese Farbe hier, um ein bisschen meinen Goldton zu verblenden, um das Ganze hier zu mattieren, da wo es tiefer aussehen soll. Und verblende es dann nochmal. Also ich gehe nicht nur mal über den ganzen Lidschatten, sondern nur, wo meine Lidfalte ist. Und sie ist da, wo der Knochen kommt, ja, dazwischen. Und ich nehme einen neuen Pinsel. Ich nehme einen Blenderpinsel. Der ist nochmal größer und flauschiger und rund. So, wenn ich das habe, dann mache ich manchmal, wenn ich noch dran gedacht habe, gehe ich hier in die matte helle Farbe und trage sie unter meinem Braunbogen auf, damit er nochmal geliftet aussieht. Manchmal, muss ich sagen, vergesse ich das auch einfach. Und danach nehme ich nochmal meinen Blenderpinsel und verblende nochmal, damit das alles hier schön zusammenkommt. Also eigentlich ziemlich simpel, nicht so richtig auffällig. Okay, für manche vielleicht schon auffällig, aber für mich jetzt nicht so sehr, weil ich gerne natürlich auch dunklere Töne benutze, aber im Alltag ist das für mich vollkommen ausreichend. Danach kommt eigentlich auch schon die Wimperntusche dran, aber vorher biege ich meine Wimpern einmal mit meiner neuen Tweezerman-Zange. Und die Wimperntusche, die ich gerade benutze, ist eine von Isadora und Lash Styler Volume, Lash Styler, Grand Volume, ich weiß nicht, Englisch oder Französisch oder was, Lash Styler, kann ich euch gerne unten in der Infobox verlinken. Die finde ich richtig, richtig gut, diese Mascara, die hat eine fancige Bürste, aber irgendwie, wenn man raus hat, wie man damit umgehen kann, funktioniert echt super gut. Ich gehe immer vom Ansatz der Wimper und wenn ich nach oben gehe, mache ich immer so Zickzack-Bewegungen, damit ich alle Wimpern mitnehme. Falls ihr Probleme habt und eure Wimperntusche immer auf euer Lidschatten kommt oder auf euer Auge, dann versucht doch mal beim Tuschen nach unten zu schauen oder beziehungsweise euch so anzuschauen. Also nicht den Kopf jetzt bewegen, sondern den Kopf gerade halten und nur die Augen nach unten bewegen lassen und dann die Wimpern tuschen. So habt ihr mehr Platz und so schmiert ihr auch nicht. So, wenn ich eine Schicht gemacht habe, dann mache ich erst die andere und dann wiederhole ich das Ganze nochmal. Und ich tusche natürlich auch immer den unteren Wimpernkranz, auch mit der riesigen Bürste. Da müsst ihr natürlich sehr doll aufpassen, aber das mache ich auch. Dann natürlich nicht von oben so anschauen, sondern ganz normal geradeaus. So, und wenn ich das habe, dann mache ich manchmal noch sehr, sehr gerne einen Eyeliner bzw. einen Kajalstift unter meinen oberen Wimpernkranz, weil ich finde, das bringt die Wimpern zusammen und es hat noch einen intensiveren Blick, ohne dass man sich einen Eyeliner malt. Nur auf die Wasserlinie auftragen. Und könnt wieder so nach unten schauen, damit ihr nicht gleich beim Schminken auf eurem Augapfel rumfahrt. Also ich finde, das macht noch mal einiges aus. Okay, wenn die Augen fertig sind, sind eigentlich auch nur noch die Lippen dran und dann bin ich schon fertig. Ich benutze sehr gerne nude, mauvige, roséstichige Töne, habt ihr wahrscheinlich aber schon gemerkt. Ich habe hier ganz neu hier gerade einen Lippenstift von Catrice, der lag gerade auf meinem Tisch, deswegen nehme ich den. Aber das ist eigentlich genau die Farbe, die ich im Alltag auch ganz gerne benutze. Und wenn ihr zum Beispiel matte Lippenstifte benutzt, dann vergesst nicht vorher, eure Lippenpflege abzutupfen oder abzunehmen. Denn sonst wird es nicht richtig matt oder hält nicht richtig gut. Ja, danach bin ich eigentlich auch schon fertig. Also ich brauche morgens wirklich 10 bis 15 Minuten, dann bin ich schon ready to go. Mehr Zeit nehme ich mir auch nicht. Und ja, ich bin schon so einstudiert und eingeübt, dass ich das eigentlich ziemlich schnell schaffe. Ich hoffe, der Look gefällt euch und ist leicht zum Nachmachen. Ich hoffe, ich habe irgendwie alles gut erklärt. Ich habe versucht, das auch wirklich so zu machen, wie ich das morgens mal mache. Also habe mich rangehalten. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, freue mich sehr über eure Kommentare und Daumen nach oben und wünsche euch alles Liebe. Freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Deswegen vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr neu seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!